Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu ReCore. Finden wir die Teile. Und zwar so schnell wie es geht. Knapp. So, jetzt geht's gleich oben lang. Ich warte noch die eine Sekunde hier ab. Keine Zeit verlieren. Direkt hier rüber stürmen. Ob ich das schaffe? Ob ich das schaffe? Hell yeah. Boah, knapp. Fast wäre ich komplett vergiftet worden. Und hier wären wir auch schon. Nein, dämliche Plattform. Oh oh. Das ist eine dämliche Plattform. Wie kurz die da bleibt. Gib mir das Teil. Sieh an, sieh an. Noch ein Fliegerteil. Schön, eins nur noch. Und die Tür ist offen. Ziemlich groß das Ganze. Oh, wie fies. Zum Glück bin ich nicht in die Plörre gefallen. Oh, hindert das Ding am Explodieren. Fast hätte es mich dahin gerafft. Ey, nein. Schaden von Viechern, die man nicht sehen kann. Ich hoffe, ich muss nicht das ganze Labyrinth nochmal neu machen. Das geht ja gar nicht. Yay, da wären wir wieder genau an derselben Stelle. So, irgendwas greift mich gleich von hinten an. Da haben wir schon ein Sprühviech. Kann ich eine Abkürzung nehmen? Na, leider nicht. Leider nicht. Aber die Teile, die kann ich mitnehmen. Re. Bloß in die Luft sprengen. So, irgendwas hat mich von hier angegriffen. Keine Ahnung, was es war. Komm, nehmen wir die Teile noch mit hier. Und weiter. Einen habe ich übersehen. Fast, aber auch nur fast. Da wurde wohl wieder ein Zellenbot aus der Fassung gebracht. Verdammt! Der ist nicht da oben. Au, 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 nicht treffen lassen. Ah, wo ist der? Hier leuchtet irgendwas blau. Hey! Und rein mit dir. Zum Glück wurde er nicht in die Luft gesprengt. Das wäre sonst ziemlich kacke. Oh, das war doof. Da kam ja wirklich alles auf einmal. Hey, da sind wir schon wieder. Ich erspare euch die ganzen Ladezeiten. Hält nur von dem Geschehen ab, auch wenn es ein bisschen wild aussieht. So, hier. Oh. Mit dem Laser gekillt. Langsam habe ich echt die Schnauze voll von der grünen Plörre. Fies, aber das letzte Teil gehört uns.
hoffentlich was Gutes. Ja! Jetzt haben wir alles für einen Flieger. An der Stelle, wo das erste Teil lag, stand eine Werkbank. Gehen wir. Bauen wir uns das Ding. Oder... Todesrasseln. Sofort Extraktion. Blau. Duncan. Nein. Nein, 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 nein. Ich hole mal Seth wieder. Oh, oh. Komm schon. Seth macht doch Terror. Ah, da oben die Viecher. Zu viele Effekte, zu bunt. Nice. Extra hier. Hab dich. Down ist das Vieh. Okay. Sprinten wir weiter. Mit den dicken, großen Höhlen. Ich glaube, den Sprung kann ich schaffen. Wähle einen Begleiter zum Einsetzen in die... Das ist schwer. Aber ich würde eher Seth sagen. Und da der sowieso so beweglich ist... Jetzt können wir rauf zum Ausgang fliegen. Passt. Hundertprozentig, das passt. Startklar. Tippe X an, während du in der Luft bist, um die Höhe zu ergreifen und dann zum Lenken. Hast du mich, Seth? Ist ja geil, aber ich sinke langsam. Okay, wo müssen wir hin? Genau in die andere Richtung. Oh, das habe ich nicht so richtig überdacht. Ja. Da hat man wirklich nur auch eine Chance, richtig zu reagieren. Aber dann ist man wirklich komplett unten. Ja, das schaffen wir. Wir hätten eigentlich auch Seth benutzen können. Keine Zeit für euch, Säcke. Hier kommen wir noch alleine hoch. Hier drüben, Seth. Oh, yeah. Kleines Rätsel, was sich über 5 Jahre hingezogen hat. Geschafft. Das ist ein großer Spalt. Aber wir sollten drüber gleiten können. Meine ich nämlich auch. Seth. Zeit zum Fliegen. Das ist so. Seth! Du hast mich verraten. Fliegen wir. So geht's. Nicht hängen bleiben. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. So kommen wir vorwärts. Nur uns aufzuhalten. Du wirst es nicht schaffen. Ältester Alarum. Ich sollte echt warten, bis die in der Nähe sind von dem Gegner. Okay, du springst freiwillig runter, dann bearbeiten wir dich. Oh shit, hier prallt alles ab. Prallt immer noch alles ab. Angriff. What the hell? Schaden ist gerade nicht so wirklich drin. Der hat schon Schaden gefressen, aber durch was? Blau. Cash, Feuer.
Nochmal 200. Der trifft nicht. Mein Gott, ist das eine Flasche. Komm her. Danke, muss ran. Ich muss hier an einer bestimmten Stelle treffen. Da hinten nämlich. Schild durchbrochen. Oh, der konzentriert sich super auf den. Boah, das ist mächtiger Schaden. Ich kann fast extrahieren. Noch ein bisschen. Probieren wir es. Hoffentlich werde ich nicht aufgehalten. Hab dich! Das war leicht. Toxischer Transit. Hast du mich, Seth? Wir sind draußen. Aber wir haben immer noch nicht den letzten Roboter gefunden. Ich denke nicht, dass das diese Erweiterung ist. Einer fehlt uns noch. Vielleicht so einen kleinen Panzer oder so, ich weiß es nicht. Warten wir mal ab. Wir sind draußen. Das wurde aber auch Zeit. Schnappen wir uns das kleine Ding, dann lassen uns voll quatschen. Sandteufel. Als es deine Mutter traf, hatte sie keine Angst vorm Tod. Sie hatte nur Angst, dich zu verlassen. Ich wollte sie beruhigen. Ich sagte ihr, um dich würde sich immer jemand kümmern, selbst wenn mir etwas passieren würde. Und dieser jemand war Mac, der Hund, den du immer wolltest. Nur ohne Fell wegen meiner Allergie. Deine Mutter. Ihre Sorge hat meine Kernforschung vorangetrieben. Bei manchen Sachen reicht der eigene Ehrgeiz nicht aus. Man braucht eine größere Triebkraft. Und jetzt kommt ein neuer Anstoß. Heute kam die Nachricht von einem Sandteufelausbruch. Der erste seit mehr als 10 Jahren. Ich werde womöglich für eine Weile keine Nachrichten mehr senden, Jude. Es kommen unruhige Zeiten auf uns zu. Drück Mac ganz fest von mir. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir wären gerade so ein bisschen verarscht. Denn wir waren doch hier gerade drin. Deshalb habe ich auch gerade nochmal auf die Karte geguckt. Durch den Flugsand. Hier durch. Kommt hin, ja. Was wir hier drin wohl finden? Eine Menge, Menge Gutes, hoffe ich. Hier wären wir wieder. Anscheinend waren wir hier noch nicht. Komplett geradeaus. Wir schauen nochmal nach. Vielleicht war da eine kleine Ebene, die wir nicht erreichen konnten. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ja, natürlich. Hier oben geht's wieder raus. Duncan, hier drüben. Brauchst Seth dafür. Komm her, Kumpel. Vielleicht bin ich auch einfach gerade in den falschen Weg gegangen. Komm, einfach drüber. Auf und davon. Ich denke, ich bin gerade den falschen Weg gegangen. Hundertprozentig. Aber warum der mich da wieder reingelotst hat? Schauen wir mal. Gehen wir einfach mal weiter.